Hallo, hier ist das Team vom SupportNet und heute zeige ich euch von FreeStudio DVD VideoSoft den YouTube Downloader. Dazu haben wir das Programm geöffnet, gehen in die Rubrik YouTube rein und gleich hier oben haben wir den Free YouTube Download. Gut, jetzt bringt er uns eine Meldung mit den Cookies bei Google Chrome. Das ist eine Warnmeldung. Er meint, es könnte eventuell nicht richtig funktionieren, wenn sie ein- oder ausgeschaltet sind. Aber das können wir ignorieren oder wir stellen sie um, je nachdem, was ihr für einen Browser habt. Gut, jetzt sagt uns Folgendes. Wir sollen jetzt hier einen YouTube-Link reinkopieren. Dies machen wir entweder über Einfügen, wenn wir den kopiert haben, oder wir setzen den Haken bei Automatisch. Dann kopiert er gleich den Link aus der Zwischenablage herein. Gut, dazu gehen wir jetzt einfach mal auf YouTube. YouTube. Und jetzt suchen wir natürlich ein tolles SupportNet. Video heraus. Und dann nehmen wir auch schon mal gleich das neue Video Windows 8, der nützliche Rechtsklick. Gut, den Link kopieren wir. Steuerung C oder Rechtsklick kopieren, wie ihr möchtet. Gehen dann wieder in unser Programm rein und sagen jetzt einfügen. So, jetzt fragt er uns, ob wir die komplette Playlist herunterladen möchten, weil dieses Video natürlich in einer Playlist drin ist. Da sagen wir immer, nein, das wollen wir jetzt nicht machen, wir wollen nur dieses eine Video haben. Jetzt überprüft er das Ganze, wir sehen, wie das hier abläuft, wir sehen hier oben links den Namen, Windows 8, der nützliche Rechtsklick. Gut, ansonsten noch zur Erklärung, wir können jetzt hier die Voreinstellungen wählen. Jetzt sagt er natürlich, er nimmt die Original-YouTube-Datei. Und er würde es uns als Qualität MP4 High Definition 720p herunterladen. Wir können natürlich aber sagen, nein, wir wollen das Originale haben, 1080p und das war schon. Gut, jetzt hat er es überprüft, jetzt sagt er hier oben, bereit zum Download. Er sagt uns die Qualität, er sagt uns die Auflösung und die Größe des Videos. Wir können jetzt hier noch beim Editor sagen, wir passen diese Qualitätseinstellungen selber an. Aber das ist für die wenigsten geeignet. Wir können hier eine komplett neue Vorlage machen, je nachdem, wie oft ihr mit dem Programm arbeitet. In den Optionen können wir zum Beispiel auch noch die Sprache einstellen oder die Ausgabe, in welchen Ordner es zum Beispiel abgespeichert werden soll. Aber wir lassen jetzt einfach mal die Standardsachen und können jetzt sagen, herunterladen. Jetzt fängt er an. Natürlich, wenn wir jetzt hier mehrere Videos drin haben, können wir jetzt auch zu den einzelnen Videos sagen, nein, halt, Pause oder dich will ich gar nicht mehr haben. Und dann ist es raus. Das war's auch schon und viel Spaß beim Ausprobieren.